Was ist Objektorientierung? Wenn ich mir mal den Satz anschaue, die Frau fährt ein Auto, dann weiß ich, dass die Frau das grammatikalische Subjekt ist und das Auto ist das grammatikalische Objekt. Über die Frau und über das Auto wird also Informationen zu erhalten sein aus Sätzen oder generellen Beschreibungen. In der Programmierung sind Objekte sowohl grammatikalische Subjekte wie auch grammatikalische Objekte. Und ich möchte mal als Beispiel das Auto nehmen. Das Auto wird jetzt mal von mir zusammengestellt als Objekt der Objektorientierung. Und ich trage erstmal zusammen, was ich über das Auto wissen möchte oder was ich für ein Programm zum Beispiel, was einen Fuhrpark abbildet, über das Auto wissen muss. Das könnte zum Beispiel sein, dass es für mich interessant ist, die Geschwindigkeit zu erfahren über ein Auto. Und es ist vielleicht auch interessant zu erfahren, dass man mit einem Auto fahren kann, also tatsächlich sich bewegen kann. So, in der Objektorientierung werden alle Informationen, die man über ein grammatikalisches Subjekt oder ein grammatikalisches Objekt wissen möchte, zentral gespeichert in einer Java-Datei. Diese Java-Datei, die würde hier zum Beispiel auto.java nennen. Und man zeichnet, wenn man eine Klasse, eine Java-Datei meint, in der man also Eigenschaften und auch Verhaltensmethoden von Objekten ablegen möchte, zeichnet man immer so einen Kasten drumherum. Und ganz oben in diesem Kasten steht dann der Name drin der Klasse. Dann folgen die Zustandsvariablen, in welchen Zuständen kann sich denn das Auto befinden? Das ist bei uns ja hier die Geschwindigkeit und ganz unten, da haben wir dann noch die Verhaltensmethoden. Die Verhaltensmethoden, die ändern die Zustände von Objekten. So, wenn ich das Ganze mal implementieren müsste in Java, dann würde das wie folgt aussehen. Ich mache eine neue Java-Klasse auf, da steht ja immer schon drin, oder wenn nicht, muss ich es selber eintragen. Public Class Auto. So, dann folgen geschweifte Klammern. Diese geschweiften Klammern begrenzen also eine Klasse. Und hier folgen jetzt die Member-Variablen. Die Member-Variablen sind also all die Zustände, die ich über ein bestimmtes Objekt wissen möchte. Und die Geschwindigkeit trage ich jetzt mal als Ganzzahl ab. Meine Member-Variablen bekommen immer noch so ein kleines M davor für Member-Variablen. Und wenn ich eine Methode habe, wie zum Beispiel das Fahren, dann kommt die hier auch rein. Public Void Fahren. Die Methode Fahren hat keine Inputs. Und sie hat dann auch einen Body. Dieser Body kann irgendwas enthalten, wie zum Beispiel, was erklärt, wie ein Auto fährt. Wenn ich jetzt ein Auto hier beschrieben habe in einer Klasse. Hier oben ist es quasi grafisch als sogenanntes Klassendiagramm und hier unten ist es dann als Source Code, als Java Source Code in einer Java-Klasse namens auto.java. Wenn ich dies jetzt so beschrieben habe, dann ist erstmal ein Bauplan angefertigt worden für ein Auto. Dieser Bauplan sagt mir, wie würde denn ein Auto gebaut werden müssen? Aber man kann noch nicht real
im Programm ein Auto nutzen. Dafür muss man erstmal ein Auto erschaffen. Das Erschaffen eines Autos nennt man Instanzieren. Und da kommt dann ein Objekt raus. Oder eine sogenannte Objektinstanz. So, und eine solche Objektinstanz könnte zum Beispiel ein Porsche sein. Ein Porsche ist vom Typ Auto, hat eine maximale Geschwindigkeit von, keine Ahnung, sagen wir mal 300 und wird grafisch auch in einem Block dargestellt. Hier lässt man jetzt allerdings die Verhaltensmethoden weg, sondern trägt nur das Auto ein mit seinen Zuständen. Oder wir können auch ein Trabi mal instanziieren. Trabi, das ist eine alte Marke aus der DDR. Die war noch nicht ganz so schnell unterwegs, keine Ahnung, wie viel die fahren konnte, sagen wir mal 80 km/h. So, und jetzt haben wir zwei Objektinstanzen erstellt. Die sind alle beide vom Typ Auto. Sie haben genau die Zustandsvariablen, die das Typ Auto vorsieht. Und sie haben auch diese Methoden fahren, die die Klasse Auto vorsieht und hier beschreibt, hier unten, ja, in der Java-Datei. Und wenn ich diese beiden Objektinstanzen jetzt instanziieren möchte, dann brauche ich zum Beispiel eine Main-Methode, public static void main. Die Argumente sind uns jetzt mal egal, deswegen lasse ich die mal weg. Und in dieser Main-Methode kann ich jetzt einen Porsche instanziieren. Ich deklariere und definiere, so wie wir das kennen, Datentyp, Name der Variable. So, und alle komplexen Datentypen, die also aus Klassen Objekte erzeugen, diese sind mit new zu kreieren, denn dort schaffen wir auf dem Speicher Platz, ne, damit diese Objektinstanzen auch zum Beispiel einen Geschwindigkeitswert speichern können. Und wir kennen das ja schon von den Arrays. So, und damit habe ich jetzt mein Porsche erschaffen. Im Grunde müsste ich jetzt noch sagen, ich möchte gerne dem Porsche diese 300 km/h übergeben. Und das würde dann so aussehen. Porsche. Punkt. Mit diesem Punktoperator komme ich an alle Eigenschaften ran, die ein Porsche hat, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, ist gleich 300. Wenn ich jetzt den Porsche fahren lassen würde, dann könnte ich das auch machen mit Porsche.fahren. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich habe alles an einer Variable jetzt hängen, was ich über ein Auto wissen muss, und kann neben einem Porsche auch einen Trabi oder vielleicht noch einen Bus erzeugen und das in meinem Programm verwenden. Und damit habe ich eine sehr schöne Ordnung. Ich weiß genau, in welcher Java-Datei ich suchen muss, wenn ich irgendwas an einem Auto ändern möchte. Und ich kann auch das Auto sehr, sehr häufig benutzen, wieder benutzen in anderen Projekten, weil ich einfach dann die Java-Klasse kopieren kann.